Hallo Monika, guten Tag. Sie haben gefragt, ob Sie ein Bild vom Hintergrund lösen können, also den Hintergrund transparent machen können. Ja, das können Sie. Ich bin in Word, ich hole mir meine Grafik. Ich nehme mal mein Beispielbild, hier den Koala. Den habe ich jetzt hier. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. So, dann kann man das wieder besser sehen. Und ich möchte den vom Hintergrund lösen. Wenn ich ihn anklicke und gehe hier oben in meine Bildtools, dann habe ich diese Geschichte mit dem Freistellen. Jetzt wird mir schon mal angezeigt, was freigestellt werden soll. Okay, dieses Auge, das möchte ich ja vielleicht noch mit haben und hier würde der Körper weitergehen. Aber ich zeige es einfach nur mal mit dem Auge, denn das wäre jetzt praktisch auch weg. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sehen Sie, hat da ein Loch im Auge. Also rückwärts, dann muss ich hier an dieser Stelle bei dem Freistellen nochmal hier drauf und kann mir hier mit so einem Stift, das muss ich mal so Stück für Stück machen, sonst kriege ich es nicht rund. Sehen Sie, jetzt hat es schon funktioniert. Das Programm hat das Auge schon erkannt. Kann ich meinen Stift wieder ablegen und hier auf Änderung gehen. Dann habe ich meinen Koala ausgeschnitten. Okay, wenn er jetzt noch Körper haben sollte, dann müssten Sie das auch machen. Und das Tolle ist, man denkt ja jetzt, der Hintergrund, das geht vielleicht nicht. Doch, es funktioniert alles. Wenn ich hier auf Einfügen gehe und hole mir zum Beispiel mal so ein Textfeld und ich erstelle das Textfeld, ich mache das gleich mal hier rüber. Ups, was ist jetzt passiert? Gar nichts. Es ist einfach nur jetzt vor dem Text, das Textfeld. Da gehe ich hier auf Zeilenumbruch und sage, das soll hinter den Text. Und jetzt kann ich mein Textfeld auch noch ausschütten. Und so habe ich jetzt das praktisch alles zusammen und habe den Koala-Kopf freigestellt. Also funktioniert wunderbar mit diesem Werkzeug. Und wie gesagt, wenn so einzelne Bereiche nicht da sind, muss man sie mit diesem Stift so ein bisschen nachziehen. Aber es wird so vom Hintergrund gelöst, dass Sie praktisch den Hintergrund auch mit einer anderen Farbe ausschütten können. Monika, ich denke mal, das war Ihre Frage. Ich hoffe, ich konnte helfen. Wenn ja, Daumen hoch. Ansonsten schreiben Sie mich gerne wieder an. Danke und tschüss.